ist nennt der Friedrichsberg, Wiede und Beriken. Heißt, wir sind herzlich willkommen zur Eröffnungsfeier vom Sport, Freizeit und Begegnungszentrum Burkensmatt. Sport eigentlich wunderbar, dass sie fast nicht wollen, ihre Gespräche unterbrechen. Weil das Begegnungszentrum oder das Bewegungszentrum soll eben auch ein Begegnungszentrum sein. Und das passt ja wunderbar. Es gibt verschiedene Redewendungen, die passen zum heutigen Tag. Es ist nicht wegen dem Wetter, sondern wegen der Geschichte, die hinter uns liegt. Zum Beispiel, gut Ding will Weile haben. Oder was lange währt, wird endlich gut. Und gut ist eigentlich maßlos untertrieben, wenn wir rumschauen. Es ist sehr, sehr gut geworden. Es ist wirklich geworden. Es liegt eine lange Geschichte hinter dem Zentrum. Die Geschichte von dem Zentrum, dem Sportzentrum, ist etwa so alt wie ich. Das stimmt wirklich. Es war so in den 70er Jahren, wo hier zuerst mal geplant und Ideen ausgeheckt wurden. Ich fühle mich gar nicht wahnsinnig alt. Aber für die Geschichte von einem Sportzentrum ist das doch eine beachtliche lange Uhr, die es gedauert hat. Wobei, wenn man etwas sieht, vor zwei Jahren haben wir 2010 hier den Schwarzenstich gemacht, dann muss man sagen, die Realisierungszeit ist jetzt doch für alles, was entstanden ist, nicht mehr so lang gewesen. Aber es freut mich natürlich sehr, als Sportdirektor vom Kanton Aargau heute an dieser Einweihung von der Burkensplatz teilzunehmen. Und das wird ein äußerst imposantes neues Schmuckstück am Mugello einzweigen können. Und dabei überbringe ich Ihnen natürlich sehr gerne Grüße und Glückwünsche von der ganzen Aargauer Regierung, aber auch von meinem Departement, Departement Bildung, Kultur und Sport. Wenn wir jetzt heute das Sportzentrum Burkensmatt einweihen können, ist ja das nicht ganz ein neuer Start. Sie wissen es, wir haben es auch gehört, es ist die Anlage ist ja als Bekannte jetzt schon als Weile im Betrieb, seit dem letzten Herbst. Offenbar sind die ersten Bewährungsproben perfekt erfolgt. Alles gut überstanden. Nicht nur ein Spiel vom FC Nationalrat, sondern diverse andere grosse Anlässe schon. Und insbesondere findet ihr an dieser Burkensmatt da cool? Was gefällt euch da? Es ist cool zum Fußballspielen und es hat viel, was man machen kann. Ja, das ist gut und man kann rennen und ja. Man kann viel machen, man kann Kollegen treffen, es gibt viele Sachen, die man machen kann. Gibt es Sachen, die euch nicht so gefallen? Sachen, die ihr das Gefühl habt, da müssen wir irgendwie etwas Zusätzliches bauen oder etwas wegnehmen oder ändern? Also könnt ihr euch vorstellen, dass ihr da ab und zu eure Freizeit verbringt und da ja. können sporten. Ja. Mehr zum Sport machen oder zum Freizeit genießen oder zum Kollegen treffen? Nein.